Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Frauen wie wir. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich wünsche Ihnen, dass Sie durch diese Sendung in Ihrem Glauben ganz neu gestärkt und vor allem auch zur Dankbarkeit ermutigt werden. Unser Thema heute lautet Gehirnschlag überlebt, Wunder Gottes. Und meine Gesprächspartnerin dazu ist Frau Tina Hiebert aus Menno. Herzlich willkommen in unserem Studio, Tina. Ich freue mich sehr, dass du bereit bist, uns deine Geschichte zu erzählen. Könntest du dich zu Beginn einmal selbst vorstellen? Ja, ich bin Tina Hiebert. Mein Mann heißt Isaac. Wir wohnen auf einer Milchwirtschaft, sind 30 Jahre verheiratet, haben 3 sehr schöne Jungs und 3 liebe Schwiegertöchter und 2 wunderbare Großkinder. Oh, wow. Also du bist auch schon, du bist Mama und Oma. Ja. Ja, schön. Ja, und dass du heute hier vor mir sitzt, ist ein Wunder. Das hast du selber auch so gesagt. Weshalb ist das ein Wunder? Ich bin vor vielen wie ein Wunder. Aber du, Herr, bist meine starke Zuversicht. In einfachen Worten wurde mir 2-mal das Leben geschenkt. Einmal bei der Geburt und das 2. Mal, als ich menschlich gesehen keine Überlebenschancen hatte. Am Freitag, 1. Dezember 2017, erlitt ich einen Gehirnschlag vor 6 Jahren im Alter von 43 Jahren und hatte ärztlich gesehen, maximal noch 2 Tage zu leben. Gott hat mir dann noch einmal eine Lebenschance gegeben. Deshalb ist es ein Wunder, dass ich heute hier bin. Ja, und du hast gerade erwähnt, du hast einen Schlaganfall oder einen Gehirnschlag erlebt. Was ist das? Kannst du das so ganz kurz einmal erklären? Es gibt verschiedene Arten von Gehirnschlägen. In meinem Fall war es einer, wo mir eine wichtige Ader im Kopf platzte und das Gehirn und das Blut lief. Dadurch kriegte ein Teil vom Gehirn kein Blut und das hat auch keinen Sauerstoff. Und der betroffene Teil stirbt dann ab. Mhm. Der Arzt hat mir das so erklärt. Er vergleicht die Ader in meinem Kopf mit einer Reifen am Fahrrad. Mit der Zeit schreit er ab, wird dünner und dünner, bis er irgendwann platzt. Mhm. Genau. Und das ist dann dir schon ziemlich jung passiert. Du sagst mit 43 ja. Jahren, ja. Das ja. ist jetzt eigentlich, kommt wahrscheinlich wirklich sehr, sehr selten vor. Du hattest dann ein ganz besonderes Erlebnis, bevor du das Bewusstsein verloren hast. Erzähl uns doch davon. Ich war alleine in der Küche beim Arbeiten, als ich plötzlich sehr, sehr starke Kopfschmerzen hatte. Ich kannte keine Kopfschmerzen. Ich hatte niemals Kopfschmerzen. Als ich merkte, dass ich ohnmächtig werden werde, habe ich mich auf den Boden auf die Seite gelegt und sehr erbrochen. Dass ich erbrochen habe, hat man mir später erzählt. Ich kann mich nur bis den Teil erinnern, wo ich mich auf die Seite legte und keiner weiß, wie lange ich da gelegen habe. Mhm. Unsere Jungs waren zu der Zeit 17, 18 und 23 Jahre alt. Und dann kam unser 18-jähriger Sohn vom Ausflug nach Hause. Schulausflug. Und rief mich sehr laut. Mama, Mama, wo bist du? Als ich versuchte zu antworten, versagte meine Stimme und ich konnte nur ganz leise forschen. Als er dann in die Küche kam, fragte er mich gleich, Mama, was hast du? Und ich antwortete mit einem Willkommenshose. Was hast du? Fragte er wieder. Und ich konnte leise erklären, dass ich plötzlich sehr starke Kopfschmerzen hatte und mich hingelegt hatte. Dann verlor ich das Bewusstsein. Er hat mir wie ein kleines Kind auf den Arm genommen und rausgetragen. Knapp draußen angekommen, kam ich mir kurz wieder zu mir. Er sagte und fragte, wo ist Papa? Und ich sagte einfach, dass er mal gleich die Ambulanz anrufen soll. Er hatte die Nummer nicht, nahm dann aber mein Handy und rief an. Auf den Anruf wurde gleich geantwortet. Und sie haben gleich gesagt, sie würden gleich kommen. Mhm. Mein Sohn fragte wieder, wo ist Papa? Und ich konnte antworten, dass er mit dem Nachbarn mit zu Fans gefahren war. Er rief ihn dann gleich an und durch ein Wunder Gottes hatte mein Mann Empfang, wo man zu der Zeit nie Empfang hatte. Hm. Für Gott ist das so eine Kleinigkeit,
ein Empfang herzustellen. Und er meldete sich gleich. Mein Sohn erklärte, was passiert war und dass er schon die Anlass angerufen hatte. Mein Mann sagte, sie würden sich gleich auf den Weg nach Hause machen. Papa wird gleich kommen. Er hat sich neben mir hingekniet. Und mir das mitgeteilt. Dann sah ich ein unbeschreiblich schönes Licht auf mich zu kommen. Das war wunderschön. Dann kann die Sonne nicht strahlen gegen das Licht, was auf mich zukam. Ich sagte zu meinem Sohn, schau mal das Licht, was auf mich zukam. Das war höher, schöner und strahlender wie die Sonne. Das hat aber nicht so geblendet wie die Sonne. Nur das wollte mich umhüllen. Ich sagte ihm noch einmal, schau mal das Licht, was auf mich zukommt. Das war schon handbreit von meiner Hand entfernt. Dann sagt er zu mir, Mami, du bleibst hier. Und von dem Moment weiter kann ich mich an nichts erinnern, nur das, was Mami erzählt hat. Ja, also in dem Moment hast du wohl schon etwas von der Herrlichkeit Gottes erlebt. Und genau, du sagst, dass du dann da weiter nichts mehr wahrgenommen hast. Du weißt nur das, was andere dir erzählt haben. Was ist in den darauf folgenden Tagen passiert? Was haben andere dir erzählt? Was passierte dann danach, als dieser ganze Gehirnschlag passiert war? Die Ambulanz holte mich ab, als mein Mann schon bis gegen unsere Nachbarn war. Er sah die Ambulanz noch vom Hof fahren. Er stieg auf, sprach kurz mit unserem Sohn und kam dann hinterhergefahren. Im Krankenhaus wurde dann gleich Notuntersuchung gemacht und eine von ihnen war die Tomographie, die dann zeigte, dass mein Gehirn blutete. Dann wurde ich gleich auf die Intensivstation gebracht. Mein Mann fragte man, ob wir Kinder haben. Drei Jungs, hat er geantwortet. Ihm wurde gesagt, dass die Jungs alle zum Krankenhaus kommen sollen, um für immer Abschied zu nehmen, weil man schon bereit machte, um mich nach Asunción zu schicken. Und es sah aus, als ob ich den Weg bis dort nicht überleben würde. Dann kamen meine Jungs und haben zusammen mit meinem Mann alle Abschied genommen von mir. An meine eigenen Worte kann ich mich zwar nicht erinnern, aber ich habe zu ihnen gesagt, weint nicht um mich, ich gehe zum Himmel. Dann wurde ich nach Asunción gebracht und mit der Ambulanz und war im Ganzen nur 2 Stunden hier im Hospital von La Plata. Mein Mann fuhr dann nach Hause, Tasche packen und kam dann mit meinem Bruder zusammen hinterher. Ja, und vielleicht für die Zuschauer, die jetzt nicht dieses Verhältnis wissen von Chaco-Kolonien und Asunción, also das heißt über 400 Kilometer Weg fahren mit der Ambulanz. Und da im Adventista-Hospital in Asunción wurdest du dann operiert. Was genau wurde bei der OP gemacht? Als ein Wunder Gottes war ich noch am Leben, als wir in Asunción ankamen. Man machte im Coras Thompson, das ist ein Studienkrankenhaus, erst Studien und danach wurde ich zum Adventista gebracht. Diese Studien wurden aber als Hospital nicht mitgeschickt. Und mein Mann zusammen mit meinem Bruder mussten diese erst nach Holland fahren. Da die Adventisten am Samstag nicht arbeiten und daher auch nicht operieren, wurde ich erst Sonntagmorgens operiert. Bis dann hatte man mich in ein künstliches Koma gelegt, weil ich höre nicht so leicht auf mit Sprechen. Echt, die müssen mir im Schlaf machen, dann höre ich auf mit Sprechen oder ich muss schlafen gehen, dann bin ich auch still. Und die Operation fing um 7 Uhr morgens an, Sonntagmorgens dann. Und ging dann bis um 2 nachmittags. Als der Arzt rauskam, um mit meinem Mann zu sprechen, hat er gesagt, dass die Operation sehr gut ausgefallen ist, aber dass die ersten 48 Stunden kritisch sind und sich das erst danach zeigen würde, ob ich überleben würde. Die Chancen standen ärztlich gesehen dann rund 20%. Der Arzt zeigte meinem Mann eine Metallklemme, mit der er die Ader in meinem Kopf zugeklemmt hat. Deshalb habe ich einen 5 cm großen Fleck im Gehirn, der abgestorben ist. Und die Adern, die da funktioniert haben, mussten sich einen anderen Weg suchen, um wieder zu funktionieren.
Ja, und in dieser Zeit, wo du da im Operationssaal warst und wo du stundenlang operiert wurdest, haben sehr viele Menschen für dich gebetet. Wie kam es dazu, dass die Leute für dich gebetet haben? In der Zeit, wo ich im OP war, hatte unsere Gemeinde Gemeindestunde. Mhm. Da ist meine Freundin Lodi. Sie hat gesagt zu mir persönlich, ihr habt eine Kraft nach vorne geschoben. Mhm. Und dann ist sie nach vorne gegangen und hat vorne gefragt, ob sie sich alle zusammen hinknien wollen. Und dann für mich und für den Arzt zu beten, weil ich dann im Moment, in dem Moment auf den Operationstisch war. Mhm. Ja, genau. Und die haben sich dann alle zusammen hingekniet und gebetet für mich. Mhm. Und später haben andere Menschen mir auch erzählt, andere haben sich auch hingekniet und gebetet für mich. Mhm. Also viele Menschen, die wirklich von ganzem Herzen für dich gebetet haben, in dem Moment, wo um dein Leben gekämpft wurde. Ja, genau. Ja, und am Montag, also das war am Sonntag, wo diese große OP war, am Montag konnte dein Mann dich dann zum ersten Mal besuchen nach der OP. Wie hat er so diese ersten Besuche erlebt? Mein Mann konnte mich Montag das erste Mal sehen. Und er meinte, er hatte geglaubt, ich werde keine Haare mehr haben auf dem Kopf. Aber die hat nur die Hälfte rasiert. Hm. Als er mich das zweite Mal suchen durfte, hatte man mich schon intubiert, weil ich eine Lungenentzündung bekommen hatte. Intubiert sein heißt, dass ich einen Schlauch in den Atemwege hatte, der an eine Beatmungsmaschine angeschlossen ist. So konnte man mir immer den Schleim aus der Luftröhre holen, weil ich nicht husten sollte, um nicht Druck im Kopf zu machen. Hm. Auch die Lungenentzündung habe ich ohne bleibende Schäden überstanden. Mundbach sagte man Isaac, dass er Donnerstag beim Krankenhaus bereit sein sollte, weil man mich über Nacht aus dem künstlichen Koma holen wollte. Als ich dann aufgewacht bin, durfte er gleich zu mir. Er hat mich gefragt, ob ich ihn erkenne. Und ich habe mit einem Lächeln geantwortet, warum würde ich dich nicht erkennen? Das war jedoch mein Mann. Und als er mir Fotos von unseren Jungs zeigte, um zu sehen, ob ich diese auch noch erkenne, habe ich geantwortet, glaubst du, ich werde unsere Jungs vergessen? Während einer Woche wurde mein Gehirn ständig gespült, um das Blut rauszuwaschen. Ja, und dann am Samstagabend, das war dann so eine Woche ungefähr nach dem Schlaganfall, ist dein Mann Isaac dann zurück in den Chaco nach Hause gefahren, so wie wir erst schon erklärten, also über 400 Kilometer zurück. Wie ging es dann da bei dir im Krankenhaus in Asunción weiter? Samstagabends hat Isaac mir gesagt, dass er zurück zum Chaco fahren wird. Aber dass ich keinmal ohne Familie da war. Weil die ältesten beiden Jungs kommen würden. Mhm. Während der Woche hatten mich schon andere Familienglieder besuchen dürfen. Isaac nahm Abschied von mir und ich sagte, wir wollen aber erst zusammen beten. Mhm. Und als wir gebetet hatten, haben wir uns noch zugewinkt. Und dann ist er gefahren. Keiner wusste, dass man plante, mich Sonntagmorgens wieder in den Operationssaal zu bringen, um den Schlauch zu ziehen, was mein Gehirn spielte. Mhm. Hier oben war ein Schlauch reingestellt, das mein Gehirn spielte. Dadurch, dass dieser Schlauch gezogen wurde, wurde ich auf der rechten Seite gelähmt und konnte kein Wort mehr sagen. Mhm. Als die Jungs mir dann besuchen kamen, hat Isaac die nachher angerufen und gefragt, habt ihr schon sehr mit Mama erzählt? Dann hat der Arzt geantwortet, dass es nicht so aussieht, als würde ich das überleben. Hm. Was ist los? Hat Isaac gefragt. Und er hat erklärt, dass ich nicht spreche, nichts von mir mache, nicht mal begrüße. Hm. Nach ein paar Tagen haben Isaac und die Jungs sich wieder abgewechselt. Nachdem ich 19 Tage auf der Intensivstation gelegen hatte und mich stabil hielt, wurde ich für einen Tag auf die normale Internationsstation verlegt. Am nächsten Tag kam die Ambulanz von Nova Plata mich wieder abholen, um zurück nach unser Krankenhaus zu fahren. Mhm. Bevor wir Asunción verließen, kam der Arzt nochmal mit meinem Mann sprechen und sagte ihm, dass er zu Hause ein Bad einen Rollstuhl bereit haben soll, da ist rund 6 Monate
dauern würde, bis ich meine ersten Schritte gehen würde. Hier war ich dann noch 2 Wochen in unserem Krankenhaus von Nomopata interniert und ging meine ersten Schritte. 23 Tage. 23 Tage nach der großen Operation. Und ich musste mit beiden Füßen gehen lernen, weil vor meinem Gehirnschlag hatte ich den linken Fuß gebrochen. Oh, okay. Der hatte noch mehr Pause, wie der eigentlich haben durfte. Und rechts so hast du halt gelebt. Ja. Also, genau. Wow, aber da ist dann wieder ein Wunder passiert, ja, dass das mit dem Gehen, mit den ersten Schritten so sehr viel schneller ging, als man das erwartet hat. Wie war das für dich, als du die ersten Schritte gemacht hast? Kannst du dich erinnern, was hast du da gedacht oder gefühlt? Ich will mal sagen, heutigen Tages bin ich sehr froh. Mein Sohn war da gerade bei mir zu Besuch, als die Physiotherapeutin reinkam und mit mir das erste Mal gehen wollte. Und von dem Video weiß ich nichts. Und von all den Fotos weiß ich nichts. Da kannst du dich nicht erinnern. Nichts. Ja, ja. Nichts. Und ich kann nicht sagen, wie ich mich da gefühlt habe. Ja, ja. Ich hab mitgemacht, was die sagten zu mir, aber ohne Worte. Ja, ja. Weil ich nicht sprechen konnte. Ich wollte sehr gerne sprechen. Ich habe so habe ich Geräusche gemacht. Ja. Ja, okay. Ich aber lachen und das konnte ich alle wegen. Oh, wow. Das hast du nie verloren. Nein. Das ist auch sehr schön. Ja, und deine Geschichte, die geht noch weiter. Aber wir werden hier jetzt einmal einen Einschnitt machen. Wir werden hier einmal einen ersten Teil abschließen und in einem zweiten Teil wirst du deine Geschichte dann weitererzählen. Zum Abschluss heute möchte ich einfach noch fragen, wie haben du und deine Familie Gott erlebt, an dem Tag, wo dein Gehirnschlag passierte oder auch in den Tagen danach? Ich weiß, du hast ja vieles gar nicht mitgekriegt, aber wenn du jetzt zum Rückblick daran denkst, wie denkst du, wo war Gott da an dem Tag oder in den Tagen danach? Wie würdest du das sehen? Die waren alle unter Schock. Das weiß ich ganz genau. Ja. Und die hatten aber sehr gute Freunde, was ihnen beistanden. Und nochmal, Psalm 71. Ich bin vor vielen wie ein Wunder, aber du, Herr, bist meine starke Zuversicht. Das ist dein Halt. Ja. Ja, ja. Und im Nachhinein, auch wenn sie die eigentlich nur den Schock empfunden haben, weiß man, Gott hat sie und hat dich da jeden Moment durchgetragen. Ja. 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 Und er hat dann Wunder für Wunder in den verschiedenen Schritten bewirkt. Ja, ja. Immer wieder. Von Anfang an, wo mein Sohn versuchte, ihn anzurufen, wo niemals Empfang war, da hat Gott schon gewirkt. Aber das ist uns erst später eingefallen, wie Gott gewirkt hat von Anfang an. Ja, genau. Deswegen ist das oft im Rückblick, erkennt man es oft. Ja. In dem Moment hat man manchmal den Eindruck, es ist so, als ob Gott nicht da ist, es ist einfach nur schwer. Ja, ja. Aber im Rückblick sieht man es, ja. Genau. Dass Gott da Wunder über Wunder erlebt hat. Ja, und wie gesagt, in einer zweiten Sendung hören wir deine Geschichte weiter. Wir dürfen uns schon darauf freuen. Ich danke dir von Herzen, dass du uns so weit deine Geschichte so offen erzählt hast. Und ich denke, diese Geschichte gibt uns auch viel Anlass, ganz neu an Gottes Wunder zu glauben, auch heute noch in unserem Alltag und vor allen Dingen auch wirklich ganz neu dankbar zu sein für unser Leben, für jeden Tag, den Gott uns schenkt und jeder Tag ist in Wirklichkeit auch ein Wunder. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie heute dabei waren. Sie können uns sehr gerne auch jederzeit in Facebook und auf Instagram folgen. Das war Frauen wie wir, Glauben und Leben.